So. Es bringt auch nichts, direkt drauf zu schießen. Sie ist einfach zu gut geschützt von den restlichen Drohnen. Das war die echte. Man erkennt auch... es gibt wirklich keinen Unterschied zu den normalen Drohnen. Man erkennt wirklich nicht, ob es was... Das gibt's doch gar nicht! Wieso aktiviert sich das denn als... Och, das war schlecht. Das war so richtig schlecht. So. So, jetzt können wir ein bisschen Schaden machen hier. So muss das. So, jetzt geht es dann wieder von vorne los. Wieder hier diese Horde von Drohnen um ihn rum. Die Muster sind immer gleich. Erst ein Kreis, dann dieser Strudel. Ich glaube, dann kommt der doppelte Strudel oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder so eine Art, ja, so in entgegengesetzte Richtung rotieren getan haben. Das sind jetzt gerade ein paar viele. Ja, jetzt sind sie wieder kaputt. Jetzt machen wir die schnell kaputt und dann geht's wieder rad auf die Drohne. Komm schon. Ja! Oh, wir haben sie zerstört. Das hat besser geklappt als das letzte Mal. Vermutlich, weil ich sie jetzt inzwischen kenne. Ja, man erkennt schon, was das sein soll. Das ist unser Blaster Level 3, würde ich sagen. Level up, Blaster Level 3. Fire Super Blaster Pellets. Maximal 6 Pellets on screen at once. I can't fire during overheat. Immer noch dasselbe. Ja. Und hier sieht man kurz 6, nur maximal 6 Schüsse auf dem Bildschirm. Ja, damit haben wir schon Blaster Level 3. Ich glaube, das ist auch schon die maximale Stufe. Das ist ziemlich gut. Und, oh, jetzt müssen wir ganz nach da hinten. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich würde sagen, am besten wir warpen uns nach da. Und gehen dann in diese Richtung. Oder auch nicht, weil wir hier nicht weiterkommen. Ich glaube, wir müssen ganz oben rum, um da durchzukommen. Dann begeben wir uns am besten mal in die Richtung. So, damit War Factory 3 Level 6. Heißt das vorherige Gebiet nicht auch? Nee, ich glaube, das hieß nur Factory, oder? Nun ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir gehen hier einfach munter weiter. In das Gebiet kommen wir später noch. Gehen wir einfach direkt zum Boss. New Case, 3 Level 5. Ja, hier sollen wir hin. Und hier ist auch schon der Safe Point. Großes Gebiet. Ich gehe zuerst nach links. Ich hoffe, ich komme da schon weiter, weil da gibt es ein sehr wichtiges, meiner Meinung nach, sehr wichtiges Extra. Ohne das ich ja nicht schaffen würde, alle 10. Ja, es geht. Alle 10 Computer zu halten. There's an old chip here, one of many I've used to navigate this part of space in the Hunt for Tetris. Previous Incarnations. Ja, und hier gibt es ein schönes Extra. So sehen Extras auf. Ich glaube, davon gibt es aber auch nur dieses eine, das wir aufsammeln können. Chip Scan complete. My map now shows all bosses and core computers. Ja, core computers sind ja diese Computer, die wir einsammeln müssen. Jetzt haben wir ganz viele witzige leuchtende Punkte auf der Karte. Die zeigen, wie gesagt, sämtliche Kerne und Bosse an. Wir können nicht unterscheiden, was Kerne sind, was Bosse sind. Aber so in etwa dürfte ich noch wissen, was ist. Einen Boss kennen wir ja schon, wo ich aber geflohen bin, also wirklich kennen kann man jetzt nicht sagen, aber man hat ihn gesehen. Ja, hier, das Schiff ist das gleiche, wir können auch rein, da gibt es aber nichts Besonderes drin. Ja, soweit so gut. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich sagen soll. Ich würde sagen, wir fliegen einfach hier zum Boss. Also, mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das hat mich gefesselt. Einfach ein schönes Spielerlebnis, weil es ist simpel und macht trotzdem Spaß. Ich mag Bosskämpfe sehr gerne. Ich mag Spiele mit vielen Bossen. Oh, da haben wir wohl den nächsten Core-Computer gefunden. Hier müssen wir ein bisschen schnell sein, um nicht zerquetscht zu werden. I found several of the computers. Something strange stirs within me as I realize that I may be on my way to destroying Tetron forever. Ja, soweit so gut. Also es läuft ja ganz gut eigentlich. Oh, Moment, da muss ich kurz aufstoßen. Später, bisher haben wir nur auf dieselben Gegner so relativ getroffen. Später kommen auch noch schwere Gegner. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber nun ja. Ist halt einfach so.
Ich finde eh, der Hauptaspekt von dem Spiel sind die Bosskämpfe. Und ja, die anderen Gegner geht sich nicht wirklich drum. Und halt natürlich auch noch das Sammeln der Core-Computers ist natürlich auch noch ein Aspekt von dem Spiel. Und irgendwie läuft es gerade nicht so gut. Wir müssen nach oben, um den Kern zu zerstören. Ach, erst hier den Spawner vernichten, damit der uns nicht auf die Nerven geht. Das Teil hier unten kann auch nicht schaden, wenn es tot ist. Und der Turret. Oh mein Gott. Einfach nur immer den Schüssen ausweichen, wieder hin und dann Bullets spammen. Ja, auch den nächsten ist destroyed. Jetzt kommen wir hier durch. Unten, ich würde sagen, wir gehen ganz nach unten, um den einen Core-Computer noch aufzusammeln. Das ist zwar recht weit, aber wat mut. Also, ich will euch das ja wirklich zeigen, sämtliche Computer aufzusammeln. Also, ja, hat man wenigstens auch mal gesehen, wie ich sterbe. So sterbe ich. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da war ich jetzt zu sehr ins Kommentieren vertieft. Ja, das tut mir jetzt leid, dass das so passiert ist, aber ich weiß nicht, warum ich mich dafür entschuldigen muss, aber habe ich 30 Sekunden eures Lebens verschwendet. Ich entschuldige mich, es tut mir leid. Ich stehe hier am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ich habe eure wertvolle Zeit vergeudet. Hier kommen wir noch nicht durch. Diese Metallstreben oder was auch das darstellen soll, versperren uns den Weg, aber hier scheinen wir lang zu kommen. Irgendwie achte ich nicht besonders auf mein Leben momentan. Sehr schön, wir haben einen Safe Point gefunden. Das ist immer gut, weil wir uns dann immer wieder hierhin zurückwarten können. Ja, so viel dazu, dass wir da hin können. Können wir nämlich wirklich überhaupt nicht. Das finde ich jetzt nicht so super. Also warten wir uns zurück nach da oben. Schon wieder habe ich Zeit eures Lebens verschwendet. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber ich schätze, ihr seid gutherzig und werdet mich deswegen jetzt nicht verprügeln und mich finden und verprügeln und töten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich rede hier auch mal wieder den totalen Schwachsinn zusammen. Ich bin gerade am überlegen, was hier nochmal für ein Boss kommt. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, der war... Oh, was war das denn nochmal? Ich habe keinen Plan. Ich hoffe einfach, er ist nicht so schwer, weil wenn ich mich nicht an ihn erinnere. Also, dass das gut läuft. Ja, ich fliege hier gerade unten entlang, weil wir einen Kern zerstören müssen. Da hätten wir auch schon... Ach ja, hier einmal diese Schildviecher hier. Die sind auch nicht so stark. Und hier etwas stärkere, ein Mother's Q, oder wie das Ding heißt. Also eine etwas größere Version von diesem kleinen Viecher. Das kann ich auch spawnen. Hat halt auch so einen Laser. Ist aber jetzt auch nicht so ultimativ stark. Oh, eine Battle Door. Ja, okay, das war jetzt gerade sehr schnell. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich bin so ein Skiller hier. So, da haben wir auch schon den nächsten Kern. Oh, fuck, da bin ich jetzt nicht gut ausgewichen. Die Kerne sind jetzt auch nicht so schwer, wenn man sich nicht allzu dumm anstellt. So wie ich. Muss halt aufpassen, dass ich nicht in diesen Fluss aus flüssigem Metall, sollte das ja glaube ich sein, fliege, weil ich da nicht schießen kann. So, Generator zerstört, Wege offen, wir können nach oben durch in Richtung Boss. Ich weiß nicht, gab es hier einen Safe-Punkt? Ja, ich bin sowieso tot, also. Falls jetzt nicht. Nein, ist natürlich nicht. Das heißt, ich werde jetzt vermutlich entweder hier oder gleich beim Boss mit Sicherheit drauf gehen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das für ein Boss war. Genau. Der ist nicht so leicht, aber auch nicht so schwer. Aber es sollte gehen. Ja. Wenigstens um euch zu zeigen, ich werde sowieso drauf gehen, aber. Liquid Metal Prozessor, Boss of the New Caves. Ja, der Boss, ein großer. Ein großes Etwas, keine Ahnung, was es darstellen soll. Um es zu zerstören, müssen wir erst seine kleinen Würmer hier, denn dann fallen seine Kugeln aus, wir können seine Barrieren zerstören, in ihn reinfliegen und seinen Kern in der Mitte zerstören. So, wir müssen nur schnell aus ihm wieder raus, sonst werden wir von den Kugeln zermatscht.
Hat uns aber auch nicht viel gebracht, denn wir wurden von einem seiner leuchtenden Dingens zerstört. Vernichtet, kaputt gemacht. Ja, versuchen wir es eben einfach auf ein neues. Der ist jetzt nicht so schwer, ich hatte halt wenig Leben, deswegen muss halt aufpassen, dass man rechtzeitig aus ihm rauskommt, sonst kriegt man recht viel Schaden. So, okay, auf ein neues, mein lieber Freund. Freundchen hier. So, jetzt kommt doch mal hier raus, ihr Scheißwürmer. Ich muss euch doch töten. Wow, schnell ausgewichen. Oh, da ist auch schon weg. Jetzt schnell diese Barrieren zerstören und den Kern noch kaputt machen und rechtzeitig aus dem raus, bevor wir von den Kugeln zerquetscht werden. So, hier schnell ausgewichen. Oh, da hat er uns erwischt. Das war nicht so schön. Aber wir haben noch recht viel Leben. So, wieder ausgefallen. Schnell hier unten das Ding vernichten. Oh, oh, das Ding gerade noch so vernichtet. Ah, da haben uns aber noch die Kugeln erwischt. So, noch ein Kern und wir haben diesen Boss auch schon wieder vernichtet. Das sieht doch gut aus. Hey, heißt doch Liquid irgendwas Prozessor. Das sind 4 Kerne. Ich habe ja auch einen i5er in meinem PC drinne. Tja, ich bin hier überlegen. Scheißding, ich habe mehr Kerne. So, das sollten wir jetzt schaffen. Jawohl, das haben wir auch geschafft. Das war jetzt nicht schwer. Wir haben die Hälfte unseres Lebens verloren. Und wir bekommen die nächste Blade. Blade Level 2. Hold any fire cave for a short while and release cuts dirt and pipes. Genau, pipes waren das. Deflect Medium Shots. Ja, jetzt können wir endlich auch diese verdammten Rohre da vernichten, kaputt machen, zerstören. Und ja, mal gucken, wo müssen wir hin? Oh, jetzt müssen wir auch zu dem einen Boss, den wir da schon gesehen haben. Diesen, wie hieß er noch gleich? Diesen großen Stein da, wo ich geflohen bin. Den müssen wir jetzt auch... Oh, der hat mich auch einige Anläufe gekostet. Das war... Der geht schon richtig ab. Der Boss ist nicht so leicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Ich werde mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die Bosse zu vernichten, um alles, sämtliches nötiges Equipment zu sammeln, um sämtliche Computer zu kriegen. Oh, ich hoffe, ich sammle nicht aus Versehen 10 Computer ein und ihr seht das Ende nicht mehr. Aber ich schätze, ich schaffe das. So. Ach, nee. Ja, das können wir schon gleich vergessen. Och, jetzt. So geht's natürlich auch. Ja, das war jetzt richtig gut. Also, das hat ja richtig toll geklappt. Naja. Auf ein neues. Och, na komm schon. Oh, hallo. Aber ich habe jetzt keinen Boss. Auf dich, ich geh einfach durch.